Hallo liebe Schüler, heute geht es um die Umkehrrelation. Ja, das ist ein Begriff, den wir eigentlich jetzt schon am Anfang lernen müssen, aber ich zeige euch erst heute. Eine Relation hat etwas mit einer Funktion zu tun. Eigentlich könnte man sagen, jede Funktion ist auch eine Relation. Das ist quasi so ein Sammelbegriff von Zuordnungen. Also immer wenn was einem x, ein y zugeordnet wird, dann spricht man von einer Relation. Die Funktion ist dann etwas Spezielles, das was wir hier unten sehen. Dann nämlich, wenn jedem x-Wert genau ein y-Wert zugeordnet wird, dann spricht man von einer Funktion. Wenn diese spezielle Eigenschaft erfüllt ist, hat man eben eine Funktion. Ist diese Eigenschaft nicht erfüllt, spricht man von einer Relation. Aber es hat eben genauso etwas mit Zuordnungen zu tun. Es geht genauso um Zahlenpaare x und y. Was das jetzt eine Umkehrrelation ist, das werde ich euch im Folgenden zeigen. Und dann zeige ich euch auch, wie man eine Funktion von einer Relation in der Grafik unterscheiden kann. Also, wir haben hier eine Relation gegeben, das schaut ein bisschen komisch aus, aber heißt eigentlich nichts anderes, als dass es ein Zahlenpaar gibt, x und y, also Punkte quasi, die folgende Eigenschaft oder folgende Gleichung haben, y ist gleich 2x plus 1. Da können wir doch schon rauslesen, oder das, was wir dann dabei kennen, ist, dass das eine Funktion ist, nämlich f von y ist gleich 2x plus 1. Warum ist diese Relation jetzt gleichzeitig auch eine Funktion? Naja, jeder x-Wert bekommt genau einen y-Wert. Man kann sich da immer an der x-Achse orientieren. Und wenn ich zum Beispiel bei 1 hochgehe und ich bekomme nur einen Punkt, nämlich den hier, dann spricht man von einer Funktion. Das heißt, würde das jetzt Ganze zum Beispiel hier, folgt mal meiner Maus, diese gerade einen Knick machen und hier nochmal kommen, dann hätte ja quasi dieser x-Wert 1 zwei y-Werte. Und dann würden wir nur noch von einer Relation sprechen. Also einfach gemerkt, wenn ich quasi immer jedem x-Wert genau einen y-Wert zuordnen kann, dann ist es eine Funktion. Eine lineare Gleichung ist quasi immer eine Funktion, weil ja jeder x-Wert einen y-Wert bekommt. Aber es gibt eben auch Graphen, die dann zwei y-Werte bekommen bei einem x-Wert. Und dann ist es eben keine Funktion mehr, sondern eine Relation. So, jetzt kommen wir von der Relation gleich mal zur Umkehrrelation. Was bedeutet das? Man schreibt es meistens mit dem oben minus 1 dann dazu. R oben minus 1 ist die Umkehrrelation. Und was passiert? Wir schreiben nicht mehr xy, sondern yx. Das heißt, wir vertauschen quasi diese beiden Werte. Dann heißt natürlich hier nicht mehr y ist gleich 2x plus 1, sondern x ist gleich 2y plus 1. Darunter können wir jetzt uns nichts vorstellen. Wir können es noch nicht sagen, ist das eine Funktion oder ist es nur eine Relation. Deswegen müssen wir das Ganze jetzt erstmal umformen. Das heißt, erstmal haben wir es ja ausgetauscht. Wir nehmen einfach diese Gleichung her und versuchen sie so umzuformen, dass wir daraus eine Funktion oder Nicht-Funktion erkennen können. Wir lösen es also nach y auf. Das heißt, ich bringe den 1 rüber. Dann steht x minus 1 ist gleich 2y, dann teile ich das Ganze noch durch 2, dann steht dran 0,5x minus 0,5. Also ich habe hier quasi auf beiden Seiten geteilt durch 2 gleich, dann muss ich hier vorne durch 2 und auch hier durch 2. Jetzt habe ich eine Gleichung, so wie wir sie kennen, nämlich in der Normalform, y ist gleich 0,5x minus 0,5. Wenn ich diese Relation zeichne, ersehe ich gleich wieder, das ist eine lineare Funktion, also kann ich von einer Umkehrfunktion auch sprechen. Ist jetzt wieder das gleiche wie hier oben. Ich hatte erstmal eine Umkehrrelation, dann habe ich die geprüft, umgewandelt, geschaut, erkenne ich sie? Und wenn ich sie zeichne, jeder x-Wert bekommt ein y-Wert. Und dann kann ich auch sagen, okay, diese Umkehrrelation ist auch eine Umkehrfunktion. Ja, das sind jetzt einfach Worthülsen, die man hier ein bisschen hin und her fetzt. Was wir uns merken können in der Stunde oder in diesem Video ist, eine Relation ist quasi eine Anhäufung von Zahlenpaaren nach einer bestimmten Vorschrift. Und wenn diese Vorschrift berücksichtigt, dass jeder x-Wert genau ein y-Wert bekommt, dann ist es eine Funktion. So, wenn ich jetzt eine Umkehrrelation mache, dann muss ich erstmal prüfen, y ist gleich auflösen und dann sagen, okay, das ist auch tatsächlich eine Funktion, weil auch hier bei dieser Umkehrfunktion jeder x-Wert einen y-Wert bekommt. Aufgabe könnte es eben sein, man bekommt eine Funktionsvorschrift und ich soll prüfen, ob das Ganze auch in der Umkehrung eine Funktion ist. Da lasst euch überraschen. Immer dran denken, wenn ich an einem Graphen erkenne, dass jeder x-Wert einen y-Wert hat, ist es eine Funktion, hat ein x-Wert mehrere y-Werte, ist es keine Funktion, dann ist es nur eine Relation. Bis zur nächsten Stunde. Tschüss.